Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, was mir aufgefallen ist, was ich mal kurz loswerden wollte, nachdem ich jetzt die letzte Aufnahme beendet hatte. Ich finde es ein bisschen schade, dass das eins der wenigen Spiele bisher ist, wo man nicht so ein richtiges Zuhausegefühl bekommt. Also beispielsweise bei Teso, da hat man ja so ein Zuhausegefühl, man kann sich ein schönes Haus machen, alles schön einrichten, hat einen Ort, wo man immer wieder zurückgehen kann und so weiter. Noch zumindest, ich weiß ja nicht, was noch kommt, noch habe ich es hier leider nicht und das finde ich ein bisschen schade. Selbst bei Lost World war es damals so, dass man sich ja auch ein Haus, nee, Lost World, doch, da konnte man sich ein Haus kaufen. Ich habe es nicht gemacht, glaube ich, weil doch, Moment, ich glaube, gekauft hatte ich schon, aber ich habe es nicht eingerichtet, weil es einfach viel zu teuer war. Und aber auch bei dem hier von Amazon, das eine, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, was ich auch Let's Played hatte. Selbst da hatte man ja so diesen Rückzugsort, wo man hin zurückkam. Und das vermisse ich ehrlich gesagt hier ein bisschen. Das wollte ich nur mal eben anmerken. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt, das kann ich euch mal kurz zeigen, hier dieses erste von den Nachteulebenen rausgesucht. Geistergeschichten aus dem Gasthof Castleton. Und ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo unsere Story hin ist, beziehungsweise wo unsere, warum ich nicht mal mit dem Jäger reden konnte, weil das nämlich I can't jetzt believe the erst wieder ghastly möglich tales were ist. true. I stayed at the Castleton Inn a few nights ago and had a strange feeling when asleep. So I opened my eyes and egad, I saw a ghost. Ist das dein Ernst? Yes, it's true. I saw it with my own eyes. Oh, I'm still breaking out in a cold sweat just thinking about it. Well, if you don't believe me, go see for yourself. You'd better brace yourself, because I don't want you to lose your sanity. Naja. Verstand verlieren, ich meinte, ne? Vielleicht ist es ein lieber Geist. Ach so, das hat er mir angezeigt. Moment, das hier ist auch das Gasthaus. Soll ich mit der Gastwirtin reden, ne? Finally, you're here. I've been waiting for you. Was meinst du? No. I'm sorry. I thought you were here to solve a certain problem at my inn. Was ist los? Have you heard of the three urban legends of Castleton? I'm not sure how our inns fit in there, but guests keep complaining about hearing mysterious crying sounds in a room, but I don't see what the fuss is all about. If you don't mind, could you look into it? You don't look like an ordinary adventurer. Please, you've got to help me. Verstanden. Really? Oh, thank you. It's room 202 at the very back of the second floor. Please take a good look. Sie sagt 202 und hier unten steht E2. Das ist auch nicht schlecht. Wie komme ich denn da? Ist die Treppe? Ich wollte gerade sagen, da ist ein Loch bei Ihnen im Raum, aber Gasthofangestellte. Oh, my back. I've so much cleaning to do. Oh, hello. How Was? can I help you? Hi, was weißt du über die Sage von Zimmer 202? Room 202 legend? Well, I've heard of it, but I don't know if any of that's true. I've never heard any weeping sounds either. Was tust du hier? Ja, was tut dir wohl fegen? As you can see, I clean mostly on the second floor, moving between hallways and rooms. Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? I don't know. It's just that it's unusually cold when you enter room 202. But then, I tend to feel very chilly all the time. We had a guest in room 202 just yesterday. And no problem. It was that drunken fellow down there. Der Betrunkene. Ja gut. Wenn er keine Probleme hat, kann ich das noch verstehen. Sprich mit dem Trunkenbold. My head is spinning. I can't tell which way is up and which way is down. Hast du letzte Nacht in Zimmer 202 übernachtet? What about room 202? I didn't spill anything. The mark on the table has nothing to do with me.
Welcher Fleck auf dem Tisch? I entered the room to sleep off a few drinks and noticed something on the table. But I swear I didn't do it. You've got to believe me. Ich betrete das Zimmer und überprüfe den Tisch. Die Frage ist jetzt nur, hat er mir jetzt seinen Schlüssel gegeben? Geh in das Zimmer, um mehr zu erfahren. Ist das das, was hier so leuchtet? Ja. Oder auch nicht. So. Auf dem Tisch ist ein Blutfleck zu sehen. Den Blutfleck berühren. Es war ein kleines Mädchen, oder? Oh, hi. Everyone, don't worry. I've spoken to an Archeum soldier. They won't hurt us. We really trust them. I'm scared. I think someone's coming. Okay, schade. Kann man sich nicht angucken und gleichzeitig die Übersetzung lesen? Also, wenn ich es umschalte, ne? Dass die UI weg ist, meine ich. Nimm den Geist in Augenschein. Okay. Sie bewegen sich nicht einmal. Sie sind bereits tot. Ja, es sind ja Geister, ne? Der Arkoim-Soldat, dem sie vertraut haben, war hinter der Tür gewesen, die sie aufgemacht haben. Eine Schweigeminute mit dem Verblichenen, die letzte Ehre zu erweisen. Verlasse den Raum. Warum muss mein Mauszeiger eigentlich immer nach oben zur Mitte hochspringen? So, sprich mit dem Gastwirt, beziehungsweise der Gastwirtin. Pardon? You also saw a ghost? Nicht eine Sache, mehrere. Shh. The whole neighborhood can hear you. Okay. You look like you're traveling through these parts. I have a proposition for you. Ich höre. I've managed to calm everyone down by saying it's all a rumor. What would happen if I revealed there really was a ghost? Why don't you stay in the room until the rumors die down? I won't charge you anything until then. Ich hätte gerne ein Zimmer ohne Geister, bitte. Oh, come on. Don't be such a coward. Okay, then you can stay in the next room. But you better not say anything about the ghosts. Deal? Okay, here's the key. Dann nehme ich es so hin, wie es ist. There's no ghost. That's just a rumor started by our competitors. Mhm. Na gut, das heißt jetzt was, dass wir hier immer übernachten können? Bringt uns das irgendwas oder war das jetzt nur fake, sage ich jetzt mal? Nun gut, es ist aber so, wie ich es verstanden habe, jetzt abgeschlossen, ne? Neubeginn. Ja, die stehen dann gar nicht mehr da drin. Kleiner Abenteurerfreund, das wäre jetzt das nächste. Ist das auch hier drin? Gasthofzimmer. Ah, okay. Dann geht's anscheinend damit weiter. Sehr cool. Na, welchen Geist sehen wir denn heute? Es ist anscheinend doch kein Geist. Moment, Erinnerung an das Abenteuer. Ach so, das ist wieder hier. Ah, ja, ja. Ja, ja. Das haben wir anscheinend jetzt auch hier im Gasthaus. Cool. Und du? Frostfried, auf dem Regal sitzt die Puppe, die du im Schiffswrack gefunden hast. Juhu! Hallöchen! Soyamu, Silsumu, Silmiusum. Hallo! Silmsum, Sum. Sarasirusum, Sum, Sushiu. Dashuya. Ja,
Okay, das war's jetzt schon, oder was? Schließe den Vertrag ab. Scheint so, ne? Ist hier noch irgendwas im Zimmer? Nö, ne? Ach, der folgt mir. Hä? Moment. Hä? Anstelle von meinem jetzt, oder wie? Dann haben wir noch Jäger der Ebenen. Aber das finde ich jetzt doof. Warum anstelle von meinen? Meiner ist doch immer so schön geflogen. Moment, Moment. F11. Amitoy. Den habe ich aber beschworen. Und wieso folgt mir der eine jetzt? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil der läuft mir doch jetzt die ganze Zeit hinterher. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will mein Amitoy zurück. Ah, mein Amitoy ist wieder zurück. Okay, sehr schön. Was mich aber daran erinnert hat, ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie ich das eigentlich gemacht habe, dass wir ja auch nochmal... Müssen wir da mit dem Typen reden oder können wir das so machen? Anscheinend können wir da nicht direkt hin porten, ne? Mit diesen wöchentlichen Missionen. Steuerstatus, Wachstumsmeilenstein. Kann ich da noch was abholen? Oh, okay. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir müssen immer mit diesen Typen sprechen, wenn wir da zu diesen Amitoy-Dingen hinwollen. Kann das sein? Der hier? Sollen wir zum nächsten romantischen Ort gehen? Was? Wie? Wo? Ihr sollt nicht mit ihm sprechen. Okay, ich gebe zu, ich weiß nicht mehr genau, wie das gemacht wird. Dann gucken wir erstmal Jäger der Ebenen. Entzünde oder lösche eine Wegfackel. Ist das jetzt überhaupt in diesem Bereich hier? Nee, Nachteulebenen ist das, ne? Da müssen wir hin. Gehen wir erstmal dahin. Hilf einem Jäger im Kampf gegen die Wölfe. Das ist aber ein Wächter, das ist kein Jäger. Warte mal. Erstmal gucken wir da. Da ist was Blaues. Da ist eine Fackel. So, betätige die Wolfsfalle, um sie vor Wölfen zu schützen. Schauen wir mal. Da ist jetzt gerade noch was aufgeblinkt, aber es war, glaube ich, keine Wolfsfalle, ne? Es waren, glaube ich, die anderen... Da ist eine Wolfsfalle, genau. Und das dürfte... Nee, das ist ein gerissener Wolf. Oh, betätige die Wolfsfalle, kann ich wohl vergessen, weil hier direkt wieder zornige Wölfe sind. Ne, es geht doch relativ schnell. Okay. Und dann brauche ich... Ach. Muss ich die jetzt hier... Ach so, das ist wieder so ein Mist wie bei dem anderen. Ja, mach es doch mal. Wieso macht sie das jetzt nicht? Ah, jetzt. Hallo. Habe ich die jetzt wieder geheilt? Und untersuche dann die Wolfsfalle. Aber das habe ich jetzt gemacht. Also muss ich jetzt nur noch einem Jäger helfen, ne? Okay. Dann gehe ich hier raus, weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da ist noch ein Jäger.
I'm alive. And it's all thanks to you. Please accept this in return. Okay. Ja, sehr schön. War's doch schon? War das schon alles? Okay. Neubeginn des Zeitalters der Wölfe. So. Bringe sie, was auch immer, an den Lieferort. Wolfsjagdwettbewerb. Besitze 30... Ach so. Ich nehme mal an, das ist andersrum. Besitze 30 Wolfsschwänze. Liefere beim letzten... Nee, liefere sie da ab. Bringe sie an den Lieferort. Hä? Wo fängt das denn jetzt an? Moment. Wird er mir wieder nicht... Zeigt er mir wieder nicht an hier. Ich finde das blöd, dass sie das nicht einfach mal reinschreiben können, wenn man so da drüber steht, wie bei den anderen Spielen auch immer. Also, wir müssen jetzt Wölfe kloppen. Oder wie verstehe ich das jetzt? Moment. Das ist... Das, wo wir hinliefern sollen, nehme ich mal an. Achso, das ist der Verwandlungsstein. Ne, den werde ich jetzt nicht machen. Rätselhafte Notiz. Den hatten wir aber schon, ne? Doch, ich glaube, den hatten wir schon. Weil es halt auch nicht mal im Leuchten ist. Also ich denke mal, hier sollen wir hinliefern. Ich weiß es nicht, weil es steht nicht so richtig drin. Weggeworfener Köder. Hallo? Wieso trifft die den nicht? Muss ich die Schwänze irgendwie abschneiden oder was? Keine Ahnung. Also es tut sich irgendwie auch nichts. Das ist das Problem. Das hier ist eine ganz andere Aufgabe. Besitze 30 Wolfsschwänze. Ja, kriege ich die nur von speziellen Wölfen oder? Das ist jetzt irgendwie ziemlich dämlich gerade. 12 kaufbare Angebote. Ja, wen interessiert das, was man kaufen kann? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Die zornigen Wölfe sind aber... Sind zwar aggressiver, aber die haben weniger, weniger Leben, ne? Ich habe jetzt bestimmt schon 4 oder 5 Wölfe gemacht, aber ich habe bei keinem einzigen irgendwelche Wolfsschwänze bekommen. Ist wieder mal eine dieser tollen Aufgaben, die klein doofs wie ich nicht verstehen können. Mit den Jäger oder so müssen wir aber auch nicht sprechen, ne? Woher soll ich denn diese dämlichen Wolfsschwänze herkriegen? Also ich hätte jetzt gesagt, ich mache die kaputt und gut ist. Da kriege ich dann irgendwann mal Wolfsschwänze. Aber es kann ja nicht sein, dass das so eine schlechte Droprate ist, oder? Enjoy the hunting contest. The wolf hunting contest begins. Mit euch habe ich doch auch schon mal gesprochen, ne? Bin ich jetzt ganz ehrlich? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Dann tauchte ein Rudel Riesenwölfe auf. Diese Gegend ist jetzt sogar bei erfahrenen Jägern gefürchtet. Riesenwölfe. Was zur Hölle sind Riesenwölfe? Ich laufe hier nochmal so ein bisschen in der Gegend rum. Brutale Wölfe gibt es hier, zornige Wölfe, Nachtollwölfe, aber Riesenwölfe habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich.
Nachtollwolf. Auch gehen wir mal aus dem Weg hier. Sonniger Wolf. Naja. Also Riesenwölfe finde ich jetzt hier auch nicht. Also wenn die wirklich Riesenwölfe heißen, weiß ich ja nicht, ne? Damn, these wolves are fiercer than I thought. Ja, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit, ich suche Riesenwölfe. Ich habe keine Ahnung. Also das ist wieder, das ist aber auch wieder was, wo ich jetzt ganz, bin ich jetzt schon aus dem Kreis raus oder was? Nee. Ich wollte gerade sagen. Das ist wieder was, wo ich dann sagen muss, ich verstehe dann auch nicht, warum das nicht mal wirklich ein bisschen eindeutiger gemacht ist. Müssen wir jetzt was finden, was also einen Wolf finden, der Riesenwolf heißt oder... Sind das jetzt spezielle Wölfe, die wir jetzt gerade nicht finden? Ich bin ja jetzt hier schon komplett rumgereist, aber nichts davon ist bisher ein Wolf. Also Wolf, ja, klar. Aber nichts davon ist ein Riesenwolf. Und das sind ja jetzt alles keine riesigen Wölfe hier. Also das ist irgendwie, ich bin jetzt schon die komplette Runde. Und das hier ist ja irgendwie nur so ein PvP-Kram, glaube ich, ne? Ja, das hat irgendwas mit PvP-Kram zu tun, glaube ich. Moment, man kann hier angeln? Wie kann man denn angeln? Wie benutze ich denn meine Angel? Ich habe doch eine. Steht nicht drin, wie ich die benutzen kann. Gehe an ein Gewässer, um zu überprüfen, ob du dort angeln kannst. Drücke F, um die Angelrute auszuwerfen. Ich komme hier nicht raus. So. Ja, die angeln hier doch alle. Wieso kann ich hier nicht angeln? Ach so, kein Köder angelegt. Oh, was für ein Köder. Jetzt will ich einmal angeln gehen. Garnelenköder. Hat ein Fisch angebissen, musst du die Angelrute mit Q ziehen. Okay. Das ist ja dämlich gemacht. Jetzt habe ich keinen Köder mehr. Das ist ja... Naja. Das ist wieder eins von diesen dämlichen Angelspielchen, die mir irgendwie zu doof sind, ehrlich gesagt. Ich habe auch keinen Köder mehr jetzt, ne? Spiegelei, Verteidigungsmittel. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich diese blöde Angel jetzt wieder rauskriege. Das wäre jetzt das nächste. Magische Kugel. Wie kann ich denn jetzt meinen Stab wieder ausrüsten? Oh. Weil den Stab habe ich doch eigentlich. Wie kriege ich die Angel jetzt weg? Achso, die Angel ist hier drin. Aber jetzt ist die ganz weg. Jetzt ist sie wieder drin. Aber ich hab nicht meinen Stab. Womit konnte ich denn nochmal switchen zwischen...
Aber wieso habe ich jetzt die Angel nicht mehr drin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist mir irgendwie gerade zu kompliziert hier. Hier kann man nichts mehr machen, ne? Schade. Ja, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid, aber das mit dem Angeln verstehe ich so überhaupt. Also, was heißt verstehe ich nicht? Ich verstehe es schon. Ich muss halt, ja, anscheinend nur übers Inventar die Angelroute ausrüsten, was halt sehr umständlich ist. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie einen Shortcut für gibt oder so. Dann brauche ich Angelköder, wo ich die herkriege, keine Ahnung. Vielleicht mal bei irgendeinem Händler gucken oder sowas. Das haben die mir mal irgendwann ganz am Anfang gesagt. Aber das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Irgendwie 6, 7 Folgen später, keine Ahnung. Und ich bin auch ganz ehrlich, es ist mir auch egal. Zum Glück brauchen wir hier auch kein Essen oder so. Wir können ja ganz normal durchgehen. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre ein ganz schönes Erlebnis hier bei... nicht Lost World, oder doch? Das andere war Lost Ark, ne? New World, so. Bei New World, da war es ja eigentlich ganz schön mit dem Angeln. Also da haben sie das nicht schlecht gemacht. Und ja, bei Teso ist man sowieso verwöhnt, dass alles gut ist, sage ich jetzt mal. Bei Final Fantasy weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da konnte man auch angeln. Ich glaube, das ging aber auch noch, weil da musste man, glaube ich, auch nur eine Taste drücken. Das war auch recht einfach. Wobei man da auch, glaube ich, Köder oder sowas noch kaufen musste, soweit ich weiß. Aber irgendwie hierfür bin ich zu doof, keine Ahnung. Ja, mit dem Wolf das, ich hätte es gerne abgeschlossen, aber leider geht's nicht. Weil ich irgendwie keine Wolfsschwänze bekomme. Ich weiß nicht, warum. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich drüber nachdenke, ob man die kaufen muss oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Ich werde da mal gucken, dass ich für die nächste Folge den Wegschrein in unserem eigentlich aktuellen Gebiet mal eben freischalten werde. Und dann schaue ich mal, ob wir dann da tatsächlich die Quest bekommen, die wir dann auch brauchen, die wir abschließen müssen als Voraussetzung, um dann bei der Hauptstory weitermachen zu können. Ansonsten bin ich nämlich gerade ein bisschen ratlos, weil, wie gesagt, zwei Sachen funktionieren schon nicht richtig. Das mit diesen Monumenten oder was das war, das habe ich irgendwie nicht hinbekommen, weil ich da nichts finde. Und keine Ahnung mit den Wolfsschwänzen. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt irgendwie 50 Wölfe töten muss, um da mal einen Wolfsschwanz zu kriegen. Möglich ist es vielleicht, keine Ahnung, aber ich hoffe nicht. Es wäre mir dann ehrlich gesagt auch zu lange, dann würde ich es auch nicht wirklich machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Und weil ich bin kein Grind-Typ, das ist einfach nur langweilig, wenn man die ganze Zeit an der gleichen Stelle rumlaufen muss, immer das Gleiche machen muss. Ich will halt meine Story erleben, ich will das Abenteuer erleben. Ich bin halt auch privat so der Abenteuertyp, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig auch jemand, der gerne mal zu Hause ist oder auch mal vom Fernseher sitzt, Filme guckt oder so. Aber ich bin halt so mehr der Abenteuertyp, auch mit dem, was ich gucke zum Beispiel. Und ja, ich habe keinen Bock auf dieses stumpfe Grinding, das ist total langweilig. Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, wo ich vielleicht diese Wolfsschwänze herkriege. Oder ob es tatsächlich so ist, dass man jetzt hier stundenlang grinden muss für einen Wolfsschwanz. Das kann natürlich auch sein. Dann werde ich das auf jeden Fall skippen. Und ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am nächsten Ort wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!